Ja gut, es ist immer schwer zu sagen, 1 zu 1 ein Spieler, weil jeder Spieler hat andere Fähigkeiten, aber grundsätzlich wissen wir ja beim FC Bayern, auch in unserer Mannschaft, dass wir einen klasse Kader haben und dass wir es natürlich schade finden, dass der Frank jetzt nicht zur Verfügung steht, aber wir trotzdem eine Top-Mannschaft haben.